Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute mal GTA 5 und zwar Singleplayer. Achtet mal auf die Waffe. Ich finde das eine richtig dufte Sache. Da steht es sogar auf Deutsch vom Feuer. Vom Feuerkarabiner. Das ist, ja, das ist so, keine Ahnung, warum die das gemacht haben auf Deutsch oder ob das auch bei der englischen Version ist. Aber ich finde es eine richtig nice Sache vom Feuerkarabiner. Toll. Ich töte jetzt hier gerade ein paar Leute. Was auch sonst. Au. Porsche. Da müssen wir doch mal rein, würde ich sagen. Machen wir aber erstmal einen Schuss in das. Einen Reifen rein. Funktioniert der. Reifen verliert Luft und wir haben einen Platten. So. Den muss ich mir auf jeden Fall im Online-Modus mal besorgen, aber ich habe ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Es ist ja so. Ich wollte ja vorhin online spielen. Hab alles gemacht, ganz normal, easy. Und auf jeden Fall starte ich da den Online-Modus, aber da hat es mir nur so einen Fehlercode angezeigt. Gut, was habe ich gedacht? Ich dachte, meine PS4-Disk wäre beschmutzt, so Flecken drauf oder was weiß ich. Hab die auch nochmal gereinigt, nochmal reingeschoben, nochmal GTA Online gestartet. Ging nicht. Hab mich sofort an meinen Laptop gesetzt und da stand irgendwas, irgendwie eine Spieldatei wäre beschädigt oder was weiß ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall soll ich meine PS4 jetzt löschen, formatieren. Also nicht wundern, wenn ich in GTA Online plötzlich nichts mehr habe. So. Die Waffe ist richtig nice, das muss ich wirklich nochmal sagen. Ihr seht hinter mir eine Lichterkette. Noch richtig coole Lichter. Nicht diese LED-Scheiße, was es heute gibt. Nee, richtig stromfressende Birnen. Die sehen also, sehen am besten aus. Da kommt noch die Stimmung rüber, finde ich. Ach, scheiße, Mann. Tot. Naja, was soll man machen? Ja, ich habe in letzter Zeit, ist euch bestimmt auch aufgefallen, enorm viele YouTube-Videos gedownloadet. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei über 795 YouTube-Videos, die ich hochgeladen habe auf meinen Kanal. Und habe ja teilweise täglich 3 bis 4 YouTube-Videos hochgeladen. Aber hey, Mann, die PS4 ist einfach der Hammer, Mann. Es macht einfach Bock, YouTube-Videos hochzuladen. Aber wie seht ihr das? Wollt ihr mehr YouTube-Videos am Tag? Oder wollt ihr ein YouTube-Video am Tag, was, sagen wir mal, 10 oder 15 Minuten lang ist? Ihr könnt auf jeden Fall entscheiden. Wäre auf jeden Fall nice auf eine Antwort. Würde mich einfach gerne interessieren. Wenn ich ein Video am Tag poste, dann mache ich es natürlich auch 15 Minuten lang, ist klar. Und keine 4 bis 5 Minuten Scheiße. Ist klar. Ja, jetzt sehen wir einen richtig nicen Kill. Passt mal auf, jetzt bin ich ja im Spezialmodus. Und jetzt können wir hier einfach auf die Passanten schießen. Das ist nice. Das ist Weihnachtsstimmung, Und ich habe hier immer noch gute 75.000 Dollar. Ich glaube, das war vom Juwelenraub, die ich bekommen habe. Da ist ein Smart. Hat er Bitch gesagt, oder was? Raus da, Digga. Raus aus dem Auto. Das ist jetzt meine Karre. Die nervigen Bullen kommen wieder. Schade, dass es hier keinen Cheat gibt, wo man die ausschalten kann. Wie in GTA San Andreas. Das war eine richtig nice Sache, muss ich sagen. Einfach machen zu können, was man will, ohne dafür belangt zu werden, ist halt in GTA 5 ein bisschen kacke. Aber naja. Stipp, Digga, stipp! So, ja. Was soll ich noch sagen? Machen wir noch ein paar Abschlusskills und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 4 und haut rein! Bis dann! Ciao!
Factory. Peace 4.